Hey und willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, heute geht es um ein Telefon, ein Festnetztelefon. Ja, jetzt denkt ihr garantiert mal, das ist doch voll langweilig. Was will der hier jetzt nicht mit einem Festnetztelefon? Nein, wie ihr hier schon sehen könnt, handelt es sich um ein Festnetztelefon mit Android. Wie ihr das unklar erkennen könnt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo ist der Sinn, ein Festnetztelefon mit Android? Werde ich euch in diesem Video erklären, warum. So, fangen wir einfach mal ganz typisch an. Von außen, dann nach innen. Von Gigaset ist das Ding. Ist ein relativ bekannter Hersteller für Telefone. Vorne sieht man einmal hübsch das Telefon mit Ladestation. Android 4.0. Google Play Store, Wi-Fi, ja, das Ding hat WLAN. So, Made in Germany. Kommt mal aus Deutschland, wer hätte das gedacht? Das gute Ding heißt SL930H. Toller Name, ist einfach nur für einen Scheiß. Hier steht auch nochmal Gigaset und Made in Germany. Hier sieht man mal ein paar Screenshots. Ja, Widgets, also es sieht nicht großartig umgestaltet aus. Es sind scheinbar schon ein paar Apps vorinstalliert. Hier sieht man auch WLAN-Anbindung, also zum Router, dass das Ding Internet hat. Und dann DECT. Das ist scheinbar die Verbindung zum Festnetztelefon. Also wir haben hier zu Hause auch schon eine Anlage, die kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Und ich weiß nicht, ob ich euch in diesem Video zeigen kann, ob sich das da schon verbinden lässt. So, hier, ganz praktisch zum Aufreißen, dass man die Verpackung gut öffnen kann. So, und hier, ein QR-Code mit Gigaset drin stehen, das ist ja auch cool. Dann hier Lieferumfang, spoilern wir schon mal vor. Handy, Ladegerät, Ladestation und Quick Start Guide, so wie es aussieht, und noch ein bisschen Papierkram. Tschö, zum einmal rum, nach hinten. So, gut. Ja, also hier oben 14 Stunden steht hier, Standby. Telefonierzeit 20 Stunden. Das ergibt mathematisch in meinem Kopf gerade keinen Sinn. Das Ding soll Standby 14 Stunden schaffen, aber Sprechzeit 20. Zur Synchronisierung bis zu 50 und 300 Metern. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Telefon nicht so aus. Weckerfunktion, MP3-Player. Das Ding kann vibrieren. Hat freien Lautsprecher, Kalender. Ich nehme an, das werden alles schon dort vor uns der Website. Farbdisplay. Sollte man auch haben bei einem Handy mit Android. Und Gallery. So, hier WLAN. 802.11 BGN. Also aktuelle Standards. Wie wir es eigentlich kennen. Hier noch zu diesen DECT. Also die Verbindungsform zur Telefonanlage. Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. So, hier steht noch. Vollscreen, Touchscreen, Display, TFT. Gut, ich würde sagen, machen wir es auf. Was ist da jetzt drin? Ich komme mir vor wie bei einem üblichen Smartphone. Das Gerät liegt gleich ganz oben. Kommt man aber nicht rein. Interessant. Gut. Papierkram. Das scheint dann das Netzteil sein. Ladestation. Und der Deckel. Und dann kann der Karton auch schon weg. So, alles natürlich nochmal ganz brav, noch einmal verpackt. Ich nehme einfach an, dass das so reingesteckt wird. Warum auch immer so ein seltsamer Stecker da am Werk ist. Gut. Papierkram. Telefon kann das, dies, dort. Man macht es so und sie fertig durch. Und weg damit. Gut. Akku. Das Ding hat 1300 mA auf 4,2 Volt. Wirkt recht süß, der Akku. Dagegen wirkt das Telefon wesentlich größer. So, erstmal, es hat schon so ohne Akku. Wiegt es auf jeden Fall mehr als mein aktuelles Telefon.
Ja, man kann hier noch eine Speicherkarte reintun. Intern kommt es, glaube ich, mit 8 GB daher. So, tun wir einfach mal den Akku rein. Ah, okay, mit ein bisschen mehr Druck. Hier oben ist ein Lautsprecher, ziemlich groß und deutlich zu sehen. Schöne Animation. Und die läuft flüssig, also nicht so, wie man es so manchmal von den hübschen Samsung kennt mit einer Telekom-Intro, die einfach nur durchruckelt. Und selbst die Galaxy-eigene Intro da, die da läuft, ist ja auch meistens ein bisschen ruckzucki. So, wir haben jetzt hier das S6 mal so als Vergleich. Also es ist höher und breiter. Ja klar, jetzt ist es fertig. Höher, breiter und größer. Natürlich auch größeres Display. Rahmenverhältnis ist auch nicht gerade geil. Es ist relativ dick hier an der Seite. Und das hier unten, das sind echte Druckknöpfe. Also richtig zum Draufdrücken. Man hat hier auch noch Rot und Grün zum Abhören. Dann ist hier die Sprechmuschel oder halt also das Mikrofon. Hier oben ist die Hörmuschel. Kann man es hier in der Station laden. Steht auch recht gut drin. Es wackelt zwar ein bisschen, aber das Ding eignet sich als Drehscheibe. Also wenn man mal Flaschendrehen spielen will, man hat keine Flasche. Nimmt man einfach dieses Telefon und dreht das einfach. Einrichtung fertig. Ja, wie ihr uns kennt, kann man hier überall. So. Ja. Also, ja, man kann das Wort flüssig dazu verwenden. Läuft es auf jeden Fall. Was sind hier so an Apps drauf? Galerie, Einstellungen, Download. Google Drive, Kalender, alles halt schon in veralteter Form. Die Widgets. Ich muss auch sagen, es liegt, war es gerade so klein, es liegt sehr gut in der Hand. Man kann es auch natürlich dadurch, dass es so klein ist, auch ganz problemlos bedienen. Android 4.3.1. Interessant. Es ist aber auch noch Jelly. Gut. Das war's dann mit diesem Unboxing. Tschüssi.